Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute hier dabei zu sein beim aktuellsten Video. Heute geht es, ist gerade ein Lastwagen vorbeigefahren, jetzt habe ich rausschauen müssen. Heute im Teil 2 geht es um die Randleistenmontage. Am Schluss vom Teil 1 habe ich euch schon genau erklärt, wie ich mir das vorstelle. Und heute werden wir sehen, ob wir meine Vorstellungen umsetzen können. Ich glaube, es ist schwer, wenn ich alleine arbeite, aber ich werde Erich auf einen Kaffee einladen und vielleicht hat er dann zufällig Zeit und kann mir ein wenig helfen beim Dübeln. Natürlich wäre es noch besser bei solchen Arbeiten, zu dritt oder zu viert, aber leider. Erich. Ah, der Hund bellt. Servus Erich, ich würde dich gerne auf einen Kaffee einladen. Ich habe heute Morgen einen Marmorkuchen gebacken und einen Kaffee in der Marmorkuchen würde ich gerne mit dir. Nein, du musst sicher nichts arbeiten. Nein, arbeiten nicht. Nein, du musst nichts arbeiten, Erich. Okay, bis gleich, super, danke. So, der Erich kommt jetzt gleich und wird mir helfen beim Randleisten montieren in der Sommerküche. Freuen wir uns auf ein spannendes Video. Das sind die Leisten, die mir von der Decke übergeblieben sind. Die werden wir jetzt in der Mitte durchschneiden und als quasi Unterkonstruktion für die Randleisten nehmen. Das stelle ich hier ein auf 6 cm circa. Hallo, Erich. Ah, schön, dass du da bist, Erich. Kannst du mir noch kurz helfen, bevor wir anfangen, einen Kaffee zu trinken, ein paar Leisten herunterschneiden? Ich habe gedacht, heute... Drei Leisten, Erich. Achso, die können wir da gar nicht schneiden eigentlich. Jetzt ist da alles im Weg. Alter. Hier ist die Türe, da müssen wir draußen was wegräumen. Jetzt werden wir diese Teile ungefähr in der Mitte durchschneiden, damit wir quasi... Also das ist die Unterkonstruktion, das sieht kein Mensch. Erich, gleich sind wir fertig. Nur diese zwei Schnitte und dann ist es geschafft. War die Absaugung. So, die Leisten haben wir geschnitten, die werden wir jetzt noch schnell rübertragen, oder Erich? Die tragen wir noch in die Sommerküche rüber und dann würde ich sagen, holen wir uns einen Kaffee. Hallo Patrick! Ich wollte den Erich besuchen, aber er war daheim. Erich holt sich einen Kaffee hier. Dankeschön, ganz lieb. Hallo Patrick. Was zum Arbeiten heute? Willst du helfen? Naja, der Erich hat auch gesagt, er will mir helfen. Okay, Patrick. Na, warte. Okay, also willst du helfen? Erich, willst du auch ein wenig helfen? Ja, für einen Marmorkuchen und ein bisschen Kaffee. Wieso, warum weißt du von einem Marmorkuchen? Da warst du da gar nicht da. Erich, danke, dass du die Leisten. Die Blumen kannst du hier liegen lassen, ja. Das sind die Randleisten, die jetzt raufkommen. Die habe ich schon vor Jahren gemacht. Die haben eine kleine Rundung. Und die werde ich jetzt auch bürsten und kalken. Genau das könnt ihr in Teil 1 sehen. Patrick und Erich sind schon in der Sommerküche. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen in der Zwischenzeit ein wenig die Unterkonstruktion haben. Also das freut mich sehr, dass sie mir helfen. Mehr vom Bürsten und Kalken in Teil 1. Randleisten, Deckenmontage. Jetzt ist Randleistenmontage, Teil 1 war Deckenmontage. Kann ich mir die Rundung gleich mitschleifen. Jetzt habe ich das fertig gebürstet, habe es herausgeräumt. Es sollte über die Mittagspause, wir machen gleich Mittagspause, sollte das noch trocknen, damit wir am Nachmittag dann quasi das Gekalkte schon annageln können. Aber vorher machen wir noch einen Blick zum Erich und zum Patrick, ob die sich schon brav auf die Kaffeejause vorbereiten. Wie läuft's bei euch? Aha. Telefoniert die ganze Zeit, es ist, geht nichts weiter. Erich telefoniert. Ja, ich habe gemeint, ich kann damit messen. Das ist ein Rollmaß. Mit einem Rollmaß kann man hier, wenn man hier einhängt, hat man hier das Maß. Wenn man jetzt einen Innenabstand messen will, dann würde das ja nicht passen. Jetzt ist dieser Versatz hier, das bewegt sich hier vorne. Das ist genau um die Materialstärke von diesem Kopf. Und wenn man das dann hier so einhängt, hat man das Mittelmaß und wenn ich außen, zieht sich das nach außen. Wie weit geht das bitte? Das ist ein unendliches Maßband. Ich habe mal bei 4000 Grilliliter habe ich aufgehört zum Ausfahren. Ziemlich, es geht schon sehr weit. Das war jetzt, glaube ich, du bist an die Wolke angestanden. Ja, jetzt streiche ich das mit Kalk an.
Das trocknet dann über die Mittagspause und wird weiß. Das ist das, was so blubbert, was du mal ein Video gemacht hast? Ja, genau. Das ist der Sumpfkalk. Das war die Herstellung. Hier ist das jetzt angemischt mit Wasser. Das ist dann quasi wie wenn ich ausmalen würde einen Raum. Das ist fertig, das trocknet über Mittag und jetzt kann ich drinnen helfen. Ich mache den Zuschnitt, Erich tut und Patrick bohren und dübeln an. Und ich fühle mich eigentlich irgendwie ausgenutzt. Du bekommst später deinen Kaffee, ja. Wenn du schon oben bist. So, jetzt kommen wir da. Dübel rein. Soll ich dir einen größeren Hammer bringen? Der reicht. Da brauche ich nicht so oft hinklopfen. Unterkante wird nur der Bleistiftstrich genommen, den sie vorher hingemalt haben mit den 7 cm. Und jetzt wird das mit 4x40er Schrauben angeschraubt, in 6 mm Dübel. Mit der Hilti wurde, also mit der Stein, mit der Schlagbohrmaschine wurde mit 6 mm vorgebohrt. Das ist die perfekte Unterkonstruktion bei einer buckligen Wand, damit das dann halbwegs gerade ausschaut. Der Erich wird mir jetzt sagen, wie lange ich diese Latten abschneiden soll. Bei der Unterkonstruktion werden quasi keine Gärungen geschnitten, sondern einfach stumpf gerade zusammen. 150 bitte. Ja. Hier wurde aber nur mit Silikon angeklebt, weil in den Rauffang gibt es kein Bohren. Erich hat gesagt 150 cm lang. Patrick, kannst du sie bitte Erich weiterreichen? Ja, was wird das da herum? Wird das dein Bett oder was? Nein, keine Ahnung, was es wird. Den Riss hat er schon gemacht, nehme ich an, der Erich, oder? Na, drüben nicht, ich gebe mit dem Auge. Jetzt bohrt er wieder vor, ohne Absaugung, damit alles schmutzig wird. Die Feinstaubbelastung ist 24 Stunden, daher saugt der Patrick jetzt ab, denn das ist viel gesünder. Der Staubsauger! Patrick ist kein Handwerker. Patrick ist normal in der IT-Branche, man merkt es. Das ist mein neuer Staubsauger, kein Problem, wenn der runterfällt, dann habe ich zwei kaputte. Dafür müssen wir jetzt noch einmal absaugen. Eine Akkubohrmaschine wäre dann natürlich ein Vorteil. Ja. Aber, ja. Macht ja nichts. Man kann nichts alles haben, lieber Erich. Ah, das kenne ich. Der Kaffee ist gerade aufgesetzt worden. Oh. Wir kommen gleich, wir müssen das aber so rüber. Ja, genau. Die paar Laufmeter, wenn wir schon herinnen sind, können wir fertig machen auch noch. Okay. Ich fühle mich trotzdem irgendwie ausgelöst. Ah, das ist ein Gefühl, Erich. Du weißt, das Hirn belügt deinen oft mit Gefühlen. Aha. Den Mamakuchen hast du selber gemacht? Den Mamakuchen habe ich gekauft. Erich, wo ist der Patrick? Ich weiß nicht, ich fühle mich schon sehr alleine jetzt. Machst du alleine hier weiter? Na, es bleibt mir nichts anderes übrig. Okay, ich schneide in der Zwischenzeit den Kuchen auf. Ja, ja. Jetzt schneiden wir die fertigen Abdeckleisten, also die Deckleisten. Wir haben hier mit dieser Schmiege, also das ist verstellbar, das kann ich jetzt verstellen, Erich, oder? Nein, das ist schon genau eingestellt. Achso, für die nächste. Das haben wir in die Ecke gehalten und genau eingestellt, das werdet ihr dann sehen. Mit dieser Säge kann man die Balken verstellen und hat genau quasi die Ecke jetzt hier nachgebildet. Und somit kann ich eine perfekte Gärung schneiden. Man kann es auch anders machen, indem man sich die Gerade heraus misst aus der Ecke und diese halbiert und dann mit einer normalen Kappsäge einstellt, dann ist es auch perfekt. Ja, schon, aber es ist schon sehr einfach. Es ist einfach. Warum müssen wir den einfachen Weg gehen, Erich? 45 durch 2. Und genau da fängt das Problem an, oder? Bei uns kann man eigentlich sagen, die Schule hätte uns sehr viel Geld erspart. Mhm. Ja. 45 Grad durch 2, Erich? 90. Genau, und aus diesem Grund haben wir uns diese Maschine kaufen müssen, damit wir quasi das halbieren ohne rechnen. Ein teurer Spaß dafür. Und dieses Geld geht sich aus. Ich glaube 150 Schnitzelsemmeln. Also wir haben das auch nicht rechnen können. Ich habe so lange Schnitzelsemmeln gegessen, bis wir auf dem Betrag waren. Das war. Da Herr Hafner so viel Holz genommen hat. Ja. Jetzt müssen wir gleich mit der Japanzelle ein bisschen nachschauen. Man könnte auch umdrehen und von der Seite, aber das. Ja. In dieser Ecke haben wir den Winkel abgenommen. Nein. Oh ja. In dieser Ecke hier. Ah, diese Ecke. Die ist ja schon eingestellt, Erich. Das ist der eine Winkel jetzt. Ja, ja, da braucht keine die Schmiege, hätte ich verstellen können. Die war schon eingestellt. Entschuldigung. Okay, na kein Problem. Naja, soll ich raufgehen, halt, ne? Naja,
das geht schon. Ich hatte ja eine gute Kletterausbildung beim Militär. Okay. ...232,6. Das müssen wir uns natürlich jetzt mit dem Original-Zollstock abmessen, also mit dem Maßband abmessen, mit dem der Erich oben gemessen hat. Denn wenn ich jetzt ein anderes nehmen würde, das wäre 2 mm anders wie dieses bei dieser Länge schon, dann hätten wir ein Problem. 232,6. Der Erich hat jetzt mit der Schmiege wieder die Mauer abgenommen, also die Ecke. Und jetzt öffnet er hier diese beiden und stellt das genau nach... Also überträgt sich die Mauer, also jetzt ist quasi hier die Mauer simuliert. Quasi mittig in der Mauer fährt jetzt das Kapsägeblatt nach unten. Das ist der Trick. Ah, nein, da gehört was weg. 3-4 mm. Aha. Kann man das allein, glaubst du? Welche Seiten war es denn überhaupt? Erich, das geht nicht. Das kann ich nicht allein. Es ist kürzer, schneiden wir das mit der Kappsäge, weil wir nicht ganz durchkommen. Es wäre auch viel einfacher, wenn die Längen nicht immer ganz durchgehen würden. Wir sind in der Lage hier, dass wir keine 5-6 Meter haben. Jetzt können wir ein Teil auf einmal nehmen. Wenn wir immer stückeln könnten oder müssten, dann wäre das Teil nicht ein ganzes Teil. Jetzt ist es so etwas schwerer. Denn hier muss es jetzt links und rechts gleichzeitig passen. Hier passt es ganz genau. Passt perfekt. Ja, perfekt. Ganz einfach. Wir drücken die Schmiege an, fixieren das hier und das ist immer exakt. So, Erich. Ja, und dann stelle ich den bei der Säge ein. Aber zuerst messen wir die Länge. 376. Jetzt müssen wir natürlich mit demselben Maßband messen, die 376. Zuerst schneiden wir die Gärung, die noch eingestellt ist. Erich, hier das letzte Teil. Passt. Manuel, weißt du was? Ganzen Tag keine Kaffee, das kannst du jetzt selber machen. Erich, bitte, dieses eine Teil kannst du jetzt noch annageln. Nein, aus. Okay, dann kriegst du aber keinen Kaffee. Hab eh keinen bekommen. Aber du kriegst jetzt auch keinen. Kauf mir einen. Ich schütte ihn weg. Die Männer verhungern und du bist... Das letzte Teil wird jetzt noch angeschossen. Erich musste leider weg, jetzt bin ich hier alleine. Das letzte Teil sollte ich eigentlich in der Mitte ein wenig aushobeln. Man kann es hier gut sehen. Das ist sehr rund. Das tue ich mir hier nicht an. Das ist so eine Art Arbeitsraum, Sommerküche. Auf jeden Fall zu euch sage ich danke. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bleibt mir gewogen und ich springe jetzt runter. Das waren jetzt 5 cm. So, jetzt schneiden wir das. Warte, gleich komme ich zu dir. Du wirst nicht benachteiligt. Du wirst eher gefilmt. Ja. Pam, pam, pam. Pam, pam. Na warte, es ist. Ich bin neugierig, ob es das manchmal kann. Oder ob das nicht zugestellt alles wirkt. Weil Schauspieler sind wir ja. Das schneidet. Hat ja man so was schickt, schneidet es raus. Okay. Darf man einen Raubfang überhaupt was anmontieren? Darf man ja, gell? Muss man einen Abstand halten mit der Leiste, 5 cm. Ich weiß nicht, du bist eigentlich ein Wurscht, scheiße, Unnage. Mir scheiße es jetzt nichts mehr, die Zeiten sind vorbei. So, na Alter, wir müssen da Projekte machen, für dich ist das alles ein Spaß mehr, für uns ist das Todwert. Ich traue schon zweimal im Müsse, der Hund hat mir zweimal aufgerissen schon.